Buchweizentorte mit Karamellcremo. Zubereitungszeit 70 Minuten, ohne Kühlzeit. Backzeit etwa 30 Minuten. Zutaten für 16 Stücke. Für den Schüttelteig 125 Gramm Butter, 150 Gramm Weizenmehl, 3 Gestr. TL Backpulver, 100 Gramm Zucker, 4 Eier, Klammer auf Größe M, Klammer zu, 100 Gramm Buchweizengröße für den Belag, 6 Blatt weiße Gelatine, 150 Gramm Zucker, 10 Gramm Butter, 1 Pk. Puddingpulver Vanillegeschmack, 500 ml Milch, 250 Gramm frische Johannisbeeren oder TK Johannisbeeren, 400 Gramm Schlagsahne, Klammer auf Mainz, 30% Fett, Klammer zu. Zum Garnieren, einige Johannisbeerrispen, einige Minzezweige pro Stück, E, 6 Gramm, F, 18 Gramm, K, 35 Gramm, Kilokalorien, 332. Erstens, den Backofen vorheizen. Ober-Unterhitze, etwa 180 Heißluft, etwa 160. Zweitens, für den Teig Butter zerlassen und abkühlen lassen. Mehl mit Backpulver mischen in eine verschließbare Schüssel, Klammer auf 3 Liter Inhalt, Klammer zu, geben, mit Zucker mischen. Eier, Butter und Buchweizengröße hinzufügen. Die Schüssel mit dem Deckel 28 fest verschließen. Schüssel mehrmals, Klammer auf insgesamt 15 bis 30 Sekunden, Klammer zu, kräftig schütteln, so dass alle Zutaten gut vermischt sind. Den Teig mit einem Schneebesen oder Rührlöffel nochmals sorgfältig durchrühren, damit trockene Zutaten vom Rand mit untergerührt werden. Drittens, den Teig in eine Springform, Klammer auf F, Klammer zu, 26 cm, Boden gefettet, mit Backpapier belegt, Klammer zu, geben und glatt streichen. Die Form auf dem Rost in den vorgeheizten Backofen schieben. Den Gebäckboden etwa 30 Minuten backen. Viertens, den Boden aus der Form lösen, auf einen mit Backpapier belegten Kuchenrost stürzen und erkalten lassen. Mit gebackenes Backpapier abziehen. Boden einmal waagerecht durchschneiden. Fünftens, für den Belag die Gelatine in kaltem Wasser nach Packungsanleitung einweichen. Den Zucker in einem kleinen Topf unterrühren, karamellisieren, Klammer auf bräunen, Klammer zu. Butter hinzufügen und zerlassen. Puddingpulver mit etwas von der Milch anrühren. Restliche Milch zu der Karamellmasse geben und bei schwacher Hitze unterrühren, in der Milch auflösen. Sechstens, Karamellmilch zum Kochen bringen. Angerührtes Puddingpulver in die von der Kochstelle genommene Karamellmilch rühren und unterrühren, nochmals kurz aufkochen lassen. Siebtens, Topf von der Kochstelle nehmen. Die Gelatine leicht ausdrücken und unterrühren, in dem heißen Karamellpudding auflösen. Pudding erkalten lassen, dabei ab und zu umrühren. Achtens, Johannisbeeren verlesen, eventuell kurz abspülen, gut abtropfen lassen und die Beeren von den Rispen streifen, Klammer auf TK Johannisbeeren auftauen und abtropfen lassen, Klammer zu. Die Sahne steif schlagen. Die Johannisbeeren und Schlagsahne vorsichtig unter den durchgerührten Karamellpudding heben. Neuntens, den unteren Gebäckboden auf eine Platte legen. Einen Tortenring darum legen. Die Hälfte der Karamellpuddingcreme darauf verteilen.